Hallo und willkommen zur familienfreundlichsten Show auf ganz YouTube, der Show, wo wir beim letzten Mal dieses liebliche, ups, ich habe ja zwei Booster Packs genommen, dieses liebliche Dampfkessel-Display angefangen haben. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, würde ich mal behaupten, dass die Ausbeute überschaubar gut war. Und heute machen wir die andere Hälfte auf und hoffen, dass da einiges Cooles rauskommt. Ich meine, wir sollten unseren ganzen Pool an regulären Holos jetzt langsam ausgeschöpft haben. Und das heißt, wir sollten zu den saftigen, saftigen X-Karten kommen. Hoppelupf! Geh weg, Booster Pack, du bist im Weg. Hobbelauf, Fingernagel, Fossil, Dingens Pokémon, Yanma, ein Sneeble, ein Leufeo. Ich kenne die Karten soweit schon alle, deswegen verzeiht mir, wenn ich dort einfach durchrushe. Reverse Holo Shadrago, damit kann ich was anfangen. Ich mag Shadrago generell irgendwie. Und ein Xerneas. Das heißt, wir haben jetzt dieses Eveltal und ein Xerneas. Und das ist wieder ein normales Holo. Kannst du wenigstens was Gutes? Lege ein dieses Pokémon, gelegte Energie auf deinen Ablagestapel. Verdammte Scheiße, du kannst was Gutes. Das sind 100 Angriff für 3 Energiekarten. Und der Nachteil davon ist auch nur relativ schwach. Wähle 2 Pokémon auf deiner Bank aus. Durchsuche dein Deck nach jeweils einer Fehlenergiekarte für jedes dieser Pokémon und lege dir das jeweilige Pokémon an. Mische anschließend dein Deck. Das ist nett, aber Regenbogenlanze, das ist ein guter Angriff tatsächlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es einfach nur, dass man es einfach so spielen kann und kein X-Pokémon ist. Das ist eigentlich eher so X-Level an Stärke, was dieser Angriff hat. Das ist relativ cool. Okay, was haben wir als nächstes, außer Booster Pack, das wir in der Mitte auseinanderreißen? Nicht viel, wie mir scheint. Auf jeden Fall ein Griffel-Fuckviech. Ich meine, Ambidiffel, ich meine, was auch immer. Shiny Azumarill wieder. Genau, das ist übrigens der Grund, warum ich unglaublich viele X-Karten hier gerne haben würde. Weil die X-Pokémon scheinbar Shinies sind. Oder die Megaform davon zumindest. Und ich will mehr Shiny-Karten, bitte! Tut mir den Gefallen! Tengulist, dich hatten wir auch schon! Was ist los? Warum wiederholen sich alle Karten nur noch? Ich hab doch gar nicht so viel aufgemacht. Warum wiederholt ihr euch? Tut mir das nicht an. Okay. Machen wir ganz konzentriert und konzentriert weiter. Ehrlich gesagt, habe ich bisher noch keine wirklich hammermäßig gute Karte gesehen in diesem Set. Weil ich mir die meisten auch nicht durchgelesen habe. Bis auf das Turbo-Pyroleo. Das ist halt echt gut. Oder es kann echt gut werden. Aber der Rest eher so, ist okay. Ist okay. So, Scampisto, Griffel, ein liebliches Galoppa, war glaube ich die erste Karte, die wir so ziemlich gesehen haben. Kennen wir schon. Und Gastrodon kennen wir auch schon. Majestätisch. Geh weg, Alboas Geistesbund, niemand braucht dich. Nächstes Booster-Pack. Ich wundere mich, wann das Gleichgewicht der Booster-Pack so weit eingeschränkt ist, dass das Display einfach umkippen wird. Wird das noch passieren? Das werden wir wohl herausfinden. Oh mein Gott, wird das spannend. Und oh mein Gott, ist die Karte zerknickt. Wie auch immer. Duodino. Kennen wir auch schon. Davon hätte ich gern mal die dritte Form. Das komische 3-Dino-Fuck-Viech. Wobei, ich glaube, es heißt im Englischen irgendwas mit 3. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Aber ist egal, ich hätte es gerne. Trikefalo heißt es. Es war Trikefalo. Tut mir leid. Mir ist gerade eingefallen, wie es heißt. Das musste ich lautstark von mir geben. Und Toxicfuck, das wir auch schon kennen. Warum kann ich nicht mein Trikefalo bekommen? Ist ja nicht so, liebes Display. Aber hey, selbst wenn hier nur Scheiße rauskommt, habe ich immer noch 36 Codes, die ich fürs Trading Card Game Online eingeben kann. Und da kann ich dann coole Sachen bekommen. Unter Umständen. Wobei ich schon versprochen habe, dass ich 18 Codes davon weggebe. Nicht an euch, weil das wäre dumm. Ich werde die Codes ernsthaft, ich will die nicht in die Kamera halten, weil da bekommt doch eh niemand. Dann versuchen 100 Leute das einzugeben und einer hat ihn sich schon lange geholt. Es ist doch Verschwendung. Ja. Und, ach, wirklich. Oh, was ist das? Das Ampharos haben wir halt auch schon. Und wir haben bisher nur eine X-Karte bekommen. Och, dieses Display. Warum ist es so deprimierend? Ich versuche echt wirklich das Positive hieran zu sehen, aber es fällt mir echt schwer. Weil ich meine, pro Display bekommt man nur 12 Holos und wir haben jetzt schon so viele normale Holos, dass da nicht mehr viele X-Karten im Pool drin sein werden, die wir eventuell bekommen könnten. Und das ist relativ deprimierend. Weil das war vollkommen eine Verschwendung, wenn ich nur die blöden Holos bekomme. Entschuldige mich mal, liebes Display, geht zur Seite. Ich würde die Booster Packs lieber so hinlegen und sie mir dann einzeln nehmen. Oh, da könnt ihr auch diese lieblichen Artworks betrachten. Seht ihr, das ist Turbo Eveltal, welche wir übrigens auch nicht bekommen haben. Auch allgemein nur eine Turbo-Karte. Verdammte Scheiße, du Display! Was ist dein Problem? Ist es, weil ich mir direkt ein neues das geholt habe, wo es neu rausgekommen ist? Bist du deswegen sauer auf mich und sagst, nein, nichts Gutes für dich. Da finde ich nämlich nicht gut, wenn das eine Meinung ist, die du unterstützt.
Oh, ich will wenigstens eine Full Art Karte bekommen. Ich meine, das habe ich mir mindestens verdient, okay? Mindestens eine Full Art. Machen wir uns da nichts vor, ein Driftzeppli Reverse Holo und ein Voluminas. Nicht ganz die Full Art, die ich mir gewünscht hatte. Nicht zu 100%, aber bestimmt zu 1,5. Nein, überhaupt nicht. Es gibt wenige Karten, die ich noch weniger haben wollen würde als ein Voluminas. Fucking Voluminas. Ei. So. Ein Vati. Mäh, Vati. Mäh. Und ein Klavion. Okay, ich glaube, wir haben jetzt von den normalen Karten wirklich so ziemlich alle gesehen. Das heißt, ich sollte mir irgendwas Cooles, was ich erzählen könnte, überlegen, aber mir fällt nichts ein. Deswegen gehen wir einfach weiter zu Magiana EX. Dankeschön. Danke. Ich weiß nicht, ob du shiny bist, aber ich glaube nicht. Und liebe Leute, wir haben die erste Karte der 7. Generation. Es ist Magiana EX. Sieht sogar relativ cool aus. Was kannst du? Hemmnisvolles Herz. Verhindere alle Effekte von gegnerischen Angriffen, außer Schaden. Bei jedem deiner Pokémon, an das eine Stahlenergie angelegt ist, okay? Zerstörerische Seele. 3 Energie kann 520 Schaden, das ist gut. Wenn deines nächsten Zuges beträgt der Grundschaden der Attacke zerstörerische Seele dieses Pokémon 60 Schadenspunkte. Deswegen ist er gut, weil er nächste Runde schwächer wird. Aber hey, Magiana EX, wundervoll. Eine majestätische Karte. Und ich weiß nicht, warum ich majestätisch so seltsam ausgesprochen habe, aber... Eine majestätische Karte. X-Karte, absolut fantastisch. Und 7. Generation und so. Voll das Sonne- und Mondmon. Nächstes Booster-Pack. Wir kämpfen gegen die Verzweiflung. Wir haben bereits eine X-Karte bekommen. Das bedeutet, ich bin wieder sehr viel optimistischer. Ich blicke optimistisch in die Zukunft. Und ich sehe, dass es eine glorreiche Zukunft wird. Oh, so glorreich. Das hoffe ich zumindest. Nobilikat. Schilterus, Mauzi, ein Punita. Ironimatz, Igedingens da, WhatsApp. Eine Superaufladung und ein Rasaf. Hey! Nächstes mache ich das Rasaf mit seinen zwei Mankeys im Hintergrund. Energischer Wurf. Wenn bevor du Schaden zufügst, das aktive Pokémon eines Gegners mehr verbliebene KP als dieses Pokémon hat, fügt dieser Angriff 60 weitere Schadenspunkte zu. Nee, überzeugt mich absolut nicht. Rasaf, schäme dich. Du bist ein super Pokémon, von dem ich mir übrigens ernsthaft wünschen würde, dass vielleicht... Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke... da ist eine Turbokarte. Pardon! Ich wollte nicht so viel vorwegnehmen, aber ich kann nichts dafür. Das hat sich einfach so gezeigt. Rasaf, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich hätte gerne eine Mega-Entwicklung davon. Allgemein, was sind Pokémon, von denen ihr gerne eine Mega-Entwicklung hättet? Ich auf jeden Fall von Rasaf und... Keine Ahnung. Alle anderen cool Pokémon haben eigentlich schon eine bekommen. Wobei, es gibt kein Mega Dragoran, oder? Kann das sein? Ich hätte gerne Mega Dragoran und ein Turbo Fiago. Und die letzte ist noch ein fucking Kobalium. Turbo, Dingsvogel. Das kann er dieses Mal. Flammenblitz, lege alle an dieses Pokémon angelegten Feuerenergie-Karten auf deinen Ablagestapel. Ja, dafür 150 Schaden und 170 KP. Ist, denke ich, akzeptabel. Wobei die meisten Turbo-Karten immer, die laufen eigentlich immer darauf hinaus, dass man relativ viel Schaden auszahlt und dafür deine Energiekarten ablegt. Das ist nicht ganz so optimal, aber hey, ich glaube, ich habe auch insgesamt noch nie wirklich eine Turbo-Karte eingesetzt. Wobei so Sachen wie Turbo-Rokara oder Turbo-Pyroleo halt wirklich mal eine Überlegung wert wären. Ich meine, damit werden dann die Pokémon, die immun gegen Schaden und alles von den X-Pokémon sind, welche sonst in der Regel eigentlich immer sehr, sehr schwach sind, das ist ja ein großer Nachteil. Dadurch werden die halt enorm geboostet, dadurch, dass sie sehr viel mehr KP haben und auch die Möglichkeit haben, einen stärkeren Angriff einzusetzen. Das heißt, eigentlich sollte man das mal machen. Fucking Shiny Azumarill, tauch nur noch öfter auf und drück mir rein, dass ich bisher nur eine andere Shiny-Karte außer dir bekommen habe. Das ist bitter. Lichte, ein liebliches Vati und ein Arctilas. Das Pokémon fand ich übrigens unglaublich cool, als ich zum ersten Mal X und Y gespielt habe, weil ich dachte mir, Alter, es ist ein relativ cooles Pokémon, aber ich habe es nie eingesetzt oder so. Ich habe es, glaube ich, auch nie gefunden, die erste Form davon. Schmelzende Scholle. Lege die obersten drei Karten deines Decks auf deinen Ablagestapel. Lege für jede Wasserenergie, die du auf diese Weise auf deinen Ablagestapel gelegt hast, die obersten drei Karten von deinem Deck deines Gegners auf seinen Ablagestapel. Oh, das ist fies. Knirscher, wirf eine Münze, lege bei Kopf ein deines aktive Pokémon des Gegners angelegte Energie auf den Ablagestapel des Gegners. Okay, dann ist Arctilas also eins der Deck Destruction Deck Pokémon. Muss gar nicht, dass sowas gibt, aber hey, damit könnt ihr das Deck eures Gegners destructen. Unter Umständen, wenn ihr ungefähr abgesehen von dem Pokémon noch 5 Millionen Energiekarten im Deck habt.
Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist. Vielleicht sollte man das nicht machen. Blanas, Galopper, Stalus Geistesbund. Stalus Geistesbund. Ich freue mich übrigens ehrlich gesagt darauf, mal wieder jetzt Pokémon Trading Card Game online zu spielen. Das werde ich auf jeden Fall wieder machen jetzt mit den neuen Karten. Ich bin sehr gespannt, wenn ich mein neues Deck zusammenstellen kann mit diesen ganz neuen Karten. Und sie sich dann mal genauer anschauen kann. Schallsicht. Ignoriere alle Energien in den Angriffskosten jeder Attacke dieses... Dieses Pokémon, wenn du genau vier Karten in deiner Hand hast. Oh, Offensivdonner. Wenn das aktive Pokémon des Gegners eine Pokémon-Ausrüstung anlegt, ist für diesen Angriff 70 weitere Schadenspunkte zu. Das ist fies, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so hilfreich ist. Ich hatte bisher noch nie ein Pflanzendeck. Ich habe eigentlich nur wirklich ein Kampfdeck. Alle anderen, da habe ich mich immer davor gedrückt, weil... mir fehlen da so viele Karten, die man eigentlich haben sollte. Es ist schrecklich. Ich habe in dem Trading Card Game Online ungefähr 5 Milliarden Booster Packs geöffnet. Trotzdem fehlen mir für die meisten Decks noch die notwendigsten Karten. Am schlimmsten ist es ja mit Shiny EX, also mit dem guten Shiny EX, welches aktuell die ungefähr beste Karte im ganzen Spiel ist. Weil jedes fucking Fuck-Deck, das irgendwie gut ist, benötigt mindestens einmal, aber eher dreimal Shiny EX. Was aber auch wirklich gut ist, weil wenn das einfach auf der Bank liegt, soweit ich das verstanden habe, kann man immer so viele Karten ziehen, bis man wieder 6 auf der Hand hat. Was stark ist und verdammte Scheiße, bist du ein Shiny Ramot? Alter! Pflanze und Feuer oder Käfer und Feuer. Schimmernde Schuppen. Wer bei der Münze? Bei Kopf ist das aktive Pokémon deines Gegners jetzt verwirrt. Bei Zahl ist das aktive Pokémon deines Gegners jetzt paralysiert. Das ist fies. Power Orkan. Was? Lege an, dieses Pokémon legt deine Gegner auf den Ablagestapel. Okay. Ich war gerade sehr verwirrt und deine Schwäche ist Feuer. Ja, aber dieses Ramot, das gefällt mir. Er gefällt mir, vor allem weil es shiny ist. Und Ramot ist auch ein unglaublich cooles Pokémon. Ja. Damit kann ich was anfangen. Irgendwas wollte ich ja vorziehen. Sowas wie von wegen, ich wollte mir andere Decks zusammenstellen, aber ich habe schon gefühlt der 8 Millionen Booster Packs. Genau, Shiny EX ist ungefähr die beste Karte, die es gibt, also das Gute. Ich habe auf eBay geschaut, einfach aus Interesse, wie viel es normale kostet und also die richtige Karte, nicht online. Ich habe auch jemanden gesehen, der es für Trading Card Game Online Shiny EX für 15 Euro verkauft und die richtige Karte kostet 50 Euro. Ich dachte mir, was ist dein Problem? Trading Card Game Online eine Karte für 15 Euro verkaufen, leck mich doch. Und zweimal Sneeble und ein Voltaros. Fuck! Das ist echt das schlechteste Display, das ich jemals hatte. Oh Gott. Möchte ich mal so in den Raum werfen, um dazu darauf nochmal sprechen zu kommen. Aber ja, Shiny EX. Und was auch lustig ist, was ich auch mal geschaut habe. Ich wollte mir auch mal schauen, aus dem Drachenleuchten Booster Pack war das Shiny EX. Und allein dieses Booster Pack ist ein gutes Stück teurer als alle anderen. Also so ein Display oder ein halbes Display davon. Je nachdem. Und ich vermute, es ist einfach nur wegen dem Shiny EX so teuer. Diese Fuck-Karte. Und wenn man die nicht hat, kann man sich nie ein richtig, wirklich gutes Deck zusammenstellen. Oh, es ist schrecklich. Schadrago. Und die haben wir schon als eine Reverse-Holo. Also... Oh Mann, wollt ihr mich verarschen? Ich habe jetzt insgesamt zu diesem ganzen Display bisher 2 EX-Karten rausbekommen. Nicht eine Full Art oder so. 2 EX und 2 Turbos. Und der Rest jede Menge Holos, wovon ich einige doppelt habe. Mein Gott. Mein Gott! Ich weiß nicht, ob man ein schlechteres Display haben kann, aber ich glaube, ich habe ungefähr so das Schlechteste, was man bekommen kann. Und ein Eveltal haben wir natürlich auch schon. Kann man aber nicht oft genug haben. Diese fucking Holos doppelt und dreifach. Wisst ihr, was bei den allerersten Booster Packs die Rate auf eine Holo war? Da war in jedem dritten Booster Pack eine drin. Und jetzt habe ich habe jetzt 34 Booster Packs bisher geöffnet und ich habe 2 X-Karten rausbekommen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Oh, okay, du Dino, Ninja-Junge, regen wir uns nicht auf. Erfreuen wir uns an dem, was wir bekommen. Nämlich ein... Wir haben Magiana bekommen, was die Karte ist, die ich haben wollte, weil 7. Generation und so. Und... Yes! Dankeschön! Wir haben Mega Gardevoir EX Full Art. Danke! Das wollte ich. Vielen Dank. Verzweifelter Strahl. Lege beliebig viele Pokémon von deiner Bank auf deinen Ablagestapel. Dieser Angriff fügt 10 weitere Schadenspunkte. Hier ist ein Pokémon auf der Bank zu, das du auf diese Weise auf den Ablagestapel gelegt hast. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber 2 Energiekarten für 110 Schaden ist so oder so relativ stark. Und 210 Schaden, verdammte Scheiße. Wisst ihr, was wir bei Mega Gardevoir jetzt machen? Pass mal auf, wir hauen erstmal die Kamera. Und dann, ich hab da extra was... Weil Leute haben ja mal gefragt, was ich da für Höhen hatte, da wo ich mal so Crap-Höhen hatte, das war beim Yu-Gi-Oh! Opening. Ich habe inzwischen richtig gekauft, das sind die Ultra Pro Top Low, da gibt es auch noch festere da vorne. Und da sind so die höhenmäßig eigentlich von denen, die bezahlbar sind, ist das so das Beste, was man kaufen kann. Und warte mal, oh, so rum gehört das. Ja, und da kann man dann die Karten so wunderschön reinpacken und dann sagt man so, wow, die geht nicht richtig rein. Ah, shit.
Geh rein. Genau, man packt die Karte da rein und dann ist sie super duper geschützt, weil ihr seht ja, das ist eine echt feste Hülle und das ist, glaube ich, so ziemlich das Beste, was man machen kann. Und hey, das gönnen wir uns für die eine Full Art, die wir bekommen. Aus dem vorletzten Booster Pack, möchte ich anmerken. Das bedeutet, wir haben noch ein einziges vor uns. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass irgendwas auch nur im Entferntesten Interessantes drin sein wird. Es ist wirklich, ich bin sehr enttäuscht. Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Und ich hätte am liebsten mein Geld wieder zurück. Oh Gott. Ich meine, wisst ihr, wie viel ich aus dem Protoshock-Display, wo ich zweimal so random 80 Booster geholt habe, wisst ihr, wie viele X-Karten ich daraus bekommen habe? 8 oder so. Jetzt 3. Und so viele Holos, so viele doppelt. Das tut halt echt weh. Echt weh. Die Buna Reverse Holo, nett. Und ein Voltula. Nicht mal shiny, aber hey, auch zwei Farben. Und ich will mir gar nicht durchlesen, was du kannst, weil du so interessant bist. Warum lege ich dich da dazu? Bist nicht mal shiny. Komm zu mir. Gut. Wir wagen wir einen Überblick über unsere Ausbeute. Oh Mann. Also, beginnen wir mit den normalen Holos, was übrigens ein gewaltiger Stapel ist, damit ihr mein Problem versteht, welches ich habe. Wir haben Yveltal, Ampharos, Tengulist, Xerneas, Panferno, Yveltal, Ampharos, Tengulist, Panferno. Das heißt dann so gesehen 4 verschiedene oder so und das ist absoluter Bullshit. Okay, dann die Ausbeute der interessanteren Karten. Megastalos X, was eine fantastische Karte ist. Magiana X finde ich auch ziemlich cool tatsächlich. Pyroleo X ist auch cool. Und, ups, ich habe euch beide... Moment, ich halte dich nur andersrum. Alles klar. Und Fiaro Turbo, was jetzt nicht so hart der Shit ist. Aber hey, da sind soweit... Ah ja, und natürlich Full Art Mega Gardevoir X, was auch eine Shiny Karte ist. Das ist das majestätische Pokémon, das wir rausbekommen haben. Aber der Rest... Ach, verdammte Scheiße. Es ist echt nicht viel für ein ganzes Display. Ich glaube, ein viel schlechtes Display werden wir wohl nicht mehr bekommen. Dementsprechend. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.